Einen wunderschönen Willkommen zurück. Ja, zu einem Stream wieder mal. Und zwar wieder mit Tex Murphy. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ich gucke mal in den Tippbereich, nicht um einen Tipp zu holen, sondern allgemein zu gucken, was wäre denn noch offen. Alle von Meloy verschickten Boxen suchen. Das ist ein neues Ding. Genau, wir haben ja mit jemandem gesprochen. Mit der möglichen Tochter, ne, von Meloy. Thomas Meloy sollen wir noch suchen und David Wright ausfindig machen. Ich guck mal, was wir dazu schon hatten. Brief lesen zu der Hüttenreise. Das ist der, mit dem er sich getroffen hat, okay? Stufen aufsteigen, Zeichen an der Wand bewegen, das Tür am oberen Ende der Treppe öffnen. Danach muss ja da noch was kommen. Das heißt, wir gehen da gleich nochmal rein. Ja, das machen wir. Kurz und schmerzlos machen wir das. Genau, das war Nordamerika. Ab in die Hütte. Und feuerfrei. Und wir dürfen nicht vergessen zu speichern zwischendurch. Denn das hat uns ein paar Mal schon das Genick gerettet. So. Achso. Apropos Genick retten. Moment. Kleinen Moment. Wo sind die Meldungen? Ich mache gerade die Maus wieder langsamer. In der Hoffnung, dass das wirklich passt. Ja. So, wir hatten die Tür ja schon auf, ne? Genau. Aber wir haben hier anscheinend nicht alles gefunden, was wir hätten finden sollen. Warte mal. Die Papiere sind es nicht, ne? Doch, warte mal. Oh. Da hat aber jemand gründliche Arbeit geleistet. Von dem ist ja nicht besonders viel übrig geblieben. Den Haaren nach zu urteilen war es aber nicht Meloy. Sieht vielmehr aus wie der Kerl auf dem Foto unten, David Wright. Die Frage ist nur, wer für all dies verantwortlich ist und ob sie auch Meloy bereits haben. Okay, das war jetzt ein purer Zufall. Uiuiui, da liegt er. Kann man den... Okay. Okay, ich brech mal kurz ab. So, wie war nochmal aufstehen? So, genau. Aber, ich sag mal, lecker, ja? Die Frage ist, was können wir da für... Achso, hatten wir das hier schon runtergemacht? Ja, ne? Doch, das hat man schon runtergemacht. Eine Leinwand? Hab ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. So, bisschen zu weit oben. Hupsala. Die Steuerung ist manchmal... den Film haben wir geguckt, ne? Genau, den Film haben wir geguckt. Genau, das war mit dem... Frage mich, ob mir... Hatten wir. Okay. Ich gucke noch mal kurz zum Tipp. Ach, guck mal, wir haben gefunden. So, hier steht was Neues offen. Braune Packpack. Ja, ich muss zur Polizei. Die Polizei war doch die ganze Zeit nicht da. Richtig? Richtig. Ist die Polizei jetzt da? Was kann ich für dich tun? Ja. Und zwar, was war das hier? Kannst du behalten. Okay. Besucherausweis, alte Zeit. Irgendwo hatte ich doch... Wo ist denn das? Hab ich das nicht mehr? Ah, hier, genau das hier. Das ist der Code fürs Postamt im Mission District. Im Mission District? Kriegen wir da jetzt einen... Wir haben ihn überprüft, bevor die NSA ankam. Ich weiß nichts Genaueres über ihn. Wie ich dir sagte, wir fanden gar nichts. Sie war auf dem Revier und hat nach dir gefragt. Dein Glück ist, dass sie auch für dich bürgt, sonst wärst du immer noch Gast hier. Aber warum? Meinst du, ich kenne jeden in der Stadt? Haben wir ja noch was hier. Die von der NSA haben uns schon so manchen Fall weggeschnappt. Wenn sie befehlen, dann springen wir und tun alles, was sie wollen. Aha.
So, ich glaube, mehr macht keinen Sinn. Ist hier was Neues? Da, das Postamt. Oh, endlich. Ich parkte den Speeder neben der Post, die Mac erwähnt hatte. Der Kerl am Schalter hatte Melois Namen noch nie gehört. Aber ein Stadtstreicher schien ihn auf einem Foto zu erkennen. Für eine halbe Schachtel Zigaretten gab er mir den Tipp, einige Pensionen zu untersuchen. Als ich mir eine Stunde die Füße wundgelaufen hatte, kam ich an ein Backsteinhaus namens Gardenhaus. Okay, die Post ist irrelevant. Hallöchen, was kann ich für Sie tun? Also Farbe bekennen, kleine Notlüge, ziemlich dicke Lüge. Habe ich gespeichert? Ich kann speichern, ne? Wir können hier speichern, Moment. So. Farbe bekennen, wir gehen fair um. Ich suche einen Mann namens Thomas Malloy. Wohnt er wohl hier? Momentchen. Nein, keiner meiner Gäste heißt Malloy. Dann... Das. Er gab sich auch aus als Tyson Matthews. Lieber Gott, ja. Er kam letzte Woche. So ein netter Mann. Ungeduldig, geduldig, genug kam, geduldig. Er macht einen netten Eindruck, ist aber ein kranker Mann. Quasi bekloppt. Ein schlimmer Fall des Murphy-Barr-Syndroms. Mein Gott, er schien so aufgeweckt. Die Symptome schildern, widerwillig zustimmen, Verfolgung aufnehmen. Tja, eine komische Krankheit. Die einzigen Symptome sind diese Vorliebe für Pensionen und natürlich zwanghaftes Lügen. Bei einem Rückfall ist es völlig unmöglich, ihn zum Reden zu bringen. Tut mir so leid. Sich auf ein Podest stellen, sich ganz im Kummer hingeben, sich völlig komm hier. Nein, doch es ist so hart zu sehen, wie Onkel Thomas sich allmählich zu einem Zombie entwickelt. Wären Sie doch mein Neffe. Ihr Onkel ist jetzt nicht da, doch ich zeige Ihnen den Raum. Sie können dort auf ihn warten. Okidoki? Okay, wir sind im Raum. Das ist ja mal pompöse Hütte, eine pompöse Hütte. Was haben wir denn hier? Schubfächer. Hier gibt's nichts. Okay. Ich werde mal ein bisschen... bisschen ranfahren hier. So. Da ist was. Was ist das? Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier benutzen, ne? Nee, Inventar erstmal. So, Brief an Witt. Das Ding ist an einen Elijah Witt adressiert. Heißt er nicht Elijah Wood? Können wir das da ist der CD drin. Die können wir wieder bei uns zu Hause abspielen. Da ist nichts. Und wie sieht's hier unten aus? Auch nichts, richtig? Richtig. So, was ist hiermit? Sieht aus wie eine Visitenkarte. Dann nehmen Sie mit die Visitenkarte. So, eine ETS. Everlock Titanium Saves. Okay. Cosmic Connection. Erinnere mich dunkel, dass Fitzpatrick von einem Cosmic Connection Magazin gesprochen hat. Für mich ist das ein Science-Fiction-Käseblatt. Okay. Hier haben wir eine Tür. Was ist dahinter? Verschlossen. Na toll. Und hier der Kamin, der sieht so... Hübscher Kamin. Jetzt fehlt nur noch ein Stapel Holz und Jane Mansfield. So, haben wir hier oben noch was? Nee, ne? Ein Stuhl, eine Blume. Aber ich meine, der lebt ganz schön pompös, ja? Hoffe, dass der Kerl, der die Fotos gemacht hat, seinen Hauptberuf nicht aufgegeben hat. Okay, das ist zumindest ein Hinweis für, das ist schlecht. So, was ist das hier? Ein Puzzlebuch.
Eine Sammlung Anagrammrätsel aus dem Bay City Mirror. Erscheinen täglich. Sollte ich irgendwann mal so ein Anagramm nicht kapieren, kann ich mich wenigstens an die Zeitung wenden. Die besten Anagramme von Bay City Mirror, okay. Da im Bett. Junge, Junge, die Bettdecke ist ja wirklich aufsehenerregend. Oh ja. So, und was haben wir da unten, falls wir da überhaupt was haben? Man muss echt alles genau angucken. Das ist ein Baumdingens hier, ne? Ja. Ich glaube, hier ist nichts weiter, hä? Oder? Ich gehe mal ganz nach oben gucken. Vielleicht ist ja was in den Lampen versteckt. Wobei, ich habe ja eine CD. Eigentlich ist das schon sehr umfangreich, was wir haben. Reisen. Wir reisen mal zurück ins Ritz. In das Computerzimmer. So, von hier hinten. Benutze Sicherheitscode jetzt eingeben. Hier ist eine Telefonnummer. Oh. Durchlesen. Haben wir die jetzt bekommen? Warte mal. Unser Büro ist hier. Guck mal, Regan Madsen. Scheint, dass Regan nicht zu Hause ist. Ich versuche es später. Was ist denn hier los? Warte mal kurz. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Nö. Hä? Ach, da hat doch hier was nicht funktioniert. Ist egal. So, was mit hier? Hier ist Lucia Purnell. Ich bin gerade nicht am Platz. Doch hinterlassen Sie Namen und Nummer. Vielleicht rufe ich Sie zurück. Oh, nur vielleicht. Die hat ja nur neue Klamotte an. So. Hallo, Mr. Murphy. Wie geht es Ihren Ermittlungen? Es wird langsam. Aber ich bräuchte noch einige Details von Ihnen. Bitte, bitte, fragen Sie, was Sie wollen. Okay, befragen. Cosmic Connection. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen hier weiterhelfen kann. Hast du dich was dazu gesagt? Oh ja, ich habe von ihm gehört. Er schreibt über UFOs und ist recht angesehen. Scheint aber ein ziemlicher Eigenbrötler zu sein. Ach so. Thomas hat eine Tochter namens Regan. Sie war sehr jung, als ich sie in China sah. Keine Ahnung, ob Regan Madsen Thomas' Tochter ist. Wie fesselnd. Wenn Sie das Ding gefunden haben, würde ich es mir gerne ansehen. Tut mir leid. Okay. Können wir die Visitenkarte benutzen mit dem... So wird das nichts. Wir können aber, glaube ich, da nichts weiter Neues entdecken, oder? Ich glaube nicht. Können wir das hier kaputt machen, das Bett? Nee. Junge, Junge, die Bettdecke ist ja wirklich aufsehenerregend. Ja. Der war vorhin doch noch nicht da, oder? Der Schal war... was ist das hier? Jeans. Was ist das dann? Quittung über Mietbetrag. Das Lagerhaus soll in 54 Front Street sein. Das ist bei den Docks. Okay, danke für den Hinweis. Der lag doch vorhin noch nicht da, oder? Das war vorhin noch nicht da. Ja,
Jetzt sind auch zwei Bilder da. Hä? Oder habe ich vorhin bloß eins gesehen? Bin ich hier in einem anderen Zimmer? Eine ungewöhnliche Wandlampe beleuchtet zwei mittelmäßige Fotos. Okay. Ich glaube, ich speichere jetzt gleich erstmal ab hier. Speichern. So. Bup, bup. Bup, 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 bup. So. Reisen. Na, Meister Molo. Da ist er ja. Mr. Malloy, wenn ich mich nicht irre. Dr. Thomas Malloy, nehme ich an. Die NSA nicht, wa? Nein, Sir, nicht die NSA. Mein Name ist Tex Murphy und ich bin Privatdetektiv. Ein Freund von Ihnen hat mich geschickt. Ich habe keine Freunde, Mr. Murphy. So, was ist mit Gordon Fitzpatrick? Fitz. Der alte Fitz. Ich frage mich, warum er sie herschickt. Oh. Alles klar? Könnte ich ein Glas Wasser haben? Oh, die Synchro. Danke, danke, danke. Ja. Ich habe stets gut gelebt. Das bekomme ich jetzt zu spüren. Hören Sie, Murphy, was ich Ihnen jetzt sage. Das hilft, Fitzpatrick weiter zu forschen. Der Nachteil ist, ich werde Sie damit in Gefahr bringen. Seien Sie unbesorgt. Gefahr ist wie Götterspeise. Davon bekomme ich nie genug. Kennen Sie das Projekt Blue Book? Nein. Schon mal gehört. Auch schon mal gehört von Roswell? Ja. Vor etwa 100 Jahren ist dort angeblich ein UFO abgestürzt. Doch die Regierung fand raus, es war ein Wetterballon. Ein Wetterballon? Das war kein scheiß Wetterballon. Es war ein Raumschiff. Sie müssen wissen, die Roswell-Affäre war die größte Desinformationskampagne aller Zeiten. Doch wo liegt die Verbindung zwischen Roswell und Projekt Blue Book? In Roswell wurde Projekt Blue Book dann zu Projekt Blueprint. Sie wissen wahrscheinlich nichts darüber, sonst wären Sie jetzt nicht mehr am Leben. Langsam habe ich das Gefühl, dass meine Überlebenschancen ständig sinken. Darf ich? 1947 stürzte ein Raumschiff mitten in die Wüste von Roswell, New Mexico. Sie müssen wissen, das Wrack wurde dann zum nächsten Militärstützpunkt befördert. Natürlich suchten sie nach Waffen. Dann hat sich das Militär nicht sehr verändert. Doch eins verstehe ich nicht, Doktor. Was haben Sie damit zu tun? 1984 half ich mit beim Projekt Blueprint. Mein Job bestand unter anderem darin, all die Hieroglyphen zu entschlüsseln, die man im Raumschiff fand. Und dann, im Jahr 1996, war von einem großen Durchbruch die Rede. Denn anscheinend hatte jemand entdeckt, dass eines ihrer Instrumente einen Stoff herstellen konnte mit dem Namen Antihydrogen. Die Big Boys in Washington waren begeistert. Wie Sie wissen, war der Kalte Krieg bereits vorüber und wir suchten nach einem technologischen Vorsprung vor dem Mittleren Osten. Jetzt hatten wir die Sache in der Hand. Doch leider Gottes, wie Sie wissen, lief nichts wie geplant. Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Nun, das Militär war derart in Eile, dass sie jegliche Tests ausfallen ließen.
Stattdessen gab es eine politische Intrige und sie begannen, den Mittleren Osten anzugreifen. Der größte Fehltritt aller Zeiten. Tja, nach dem Krieg verließ ich das Militär und ich nahm alle meine Notizen mit und mein gesamtes Material über Roswell. Ich forschte dann im Geheimen weiter. Oh, toll. Okay, Meloy, das reicht! Keine Bewegung! Seien Sie klug! Tun Sie es nicht! Leider sollen wir Sie lebendig bringen und nicht als Leiche. Das glaube ich kaum. Na toll. Nein! Zurück! Zurück! So viel zu lebendig bringen. Die Szenen sind doch super, oder? Oh oh. Brennbares grünes Zeugs. Tja. Ich sollte Meloy zwar nicht töten, aber für dich gilt die Anordnung nicht, glaube ich. Schnipp. Nun, in dem Fall. Darf ich? Eigentlich finde ich es super. Also es ist zwar überspitzt, übertrieben, ja, also sehr stark pointiert, aber trotzdem genial. Also, so eine Mischmasch aus ein bisschen Slapstick, aber eben halt Realität. Ne? Die Büchse der Pandora, Tag 5. The Pandora Device heißt es hier. Ja, ja, die Szenen sind schön. Die sind richtig super gemacht. Ich hatte Meloy gerade rechtzeitig gefunden, um zu sehen, wie er sich eine Kugel einfing. War mir nicht sicher, ob der Fall damit erledigt war. In jedem Fall musste ich Fitzpatrick die schlechte Nachricht überbringen. Er kam in mein Büro und ich erzählte ihm, was passiert war. Der zweite Agent feuerte und... Nein, Gott! Tötete ihn. Ein Wunder, dass ich noch lebe. Die nächsten Minuten beschrieb ich die Ereignisse bis zum Auffinden von Meloy. Aber mir war klar, dass Meloys Tod nur teilweise für Fitzpatricks Reaktion verantwortlich war. Er hatte von Anfang an Informationen zurückgehalten. Nun war es an der Zeit herauszufinden, was er wirklich über Meloys Arbeit wusste. Das ist alles sehr unerfreulich. Extrem unerfreulich. Naja, ich schätze, damit ist unsere Arbeit erledigt. Was bin ich Ihnen schuldig? Sie schulden mir einige Details. Was soll das heißen? Sehen Sie, Meloy war an einer wichtigen Sache dran. Als er mir davon erzählen wollte, wurde er kaltgestellt. Ich will wissen, was passiert ist. Und vor allem will ich wissen, was hier vorgeht. Nein. Nein, das wäre nicht gut. Vergessen Sie es. Besser, Sie nehmen das Geld und gehen. Es ist zu spät. Ich stecke da schon drin. Ein oder auch drei NSA-Agenten sind tot und ich fürchte, die Jungs kommen auf die dumme Idee, mich zu suchen. Und selbst wenn ich jetzt aussteigen wollte, sie würden mich finden und so voll Blei pumpen, dass sie mich als Bleistift verwenden könnten. Abgesehen davon, Meloy war an der großen Sache dran und die Boxen sind der Schlüssel. Sie wissen von den Boxen? Na klar. Oh ja. Nun, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Wir haben ihn doch schon gefragt nach den Boxen. Tja, wenn Sie darauf bestehen, da drin zu stecken, sich einzumischen, muss ich absolut sicher sein, dass ich Ihnen wirklich vertrauen kann. Wissen Sie, das ist keine Sache, in die man mal eben reinschnuppert und dann wieder geht. Nun, eigentlich habe ich ein kleines Problem mit Verpflichtungen. Doch hier... Können Sie sich auf mich verlassen? In Ordnung. Thomas Meloy und ich, beide Wissenschaftler, wir trafen uns in Roswell. Und wir wurden Freunde. Unsere Freundschaft vertiefte sich, als wir nach der Katastrophe des Dritten Weltkriegs nach China versetzt wurden. Nach kurzer Zeit zog mich Meloy ins Vertrauen und weihte mich in seine geheime Arbeit ein. Die Übersetzung
alter Alien-Hieroglyphen, die nach dem UFO-Crash bei Roswell geborgen wurden. Sie wissen also, was er mir erzählen wollte? Nein, ich glaube nicht wirklich. Ich weiß nur, er arbeitete an der Entschlüsselung der alten Hieroglyphen. Es gab da mehrere Symbole. Das Hauptsymbol zeigte, oder die Hauptinformation schien zu sein, dass sich ein zweites Raumschiff der Erde näherte. Und es gab immer wieder das Symbol einer schwarzen Sonne. Seltsam, das hat er nicht verstanden, hat ihn richtig geärgert. Tja, das ist ja wirklich interessant. Aber für solche Informationen tötet man doch nicht. Tex, hören Sie mir bitte zu! Ich bin bereit zu glauben, dass noch ein zweites Raumschiff hier auf der Erde gelandet ist, unbeobachtet. So, nehmen wir an, dieses Raumschiff hätte eine Technologie an Bord, von der wir nur träumen. Denken Sie nach. Was meinen Sie, würde jemand wohl tun, um in diesen Besitz zu kommen? Was würde die Regierung wohl tun? Sonne auslöschen. Wäre das keinen Mord wert? Sie haben eine Box, richtig? Hab ich. Und seitdem habe ich gewusst, dass mein Freund in Lebensgefahr schwebte. Tja, dann wissen Sie offensichtlich ein wenig mehr als ich. Variationen eines chinesischen Puzzles oder so. Thomas hatte 5 oder 6 davon nach seinen Anweisungen anfertigen lassen in China. Es war was wirklich Neues, glaube ich. Wissen Sie, wie man sie öffnet? Nein. Hatte nie Gelegenheit zu fragen. Nun, was wissen Sie über die Boxen? Tja, ich hatte eine. Dann hat die NSA mich erwischt. Hatte die Wahl, sie herzugeben oder mich von ihnen abknallen zu lassen. Ja. Dann ist jetzt das Wichtigste, diese Box wiederzubekommen. Sonst kommen wir nicht weiter, fürchte ich. Das wird nicht so einfach sein. Ich tue, was ich kann. Oh, ich dachte, es wäre fast zu Ende. Jetzt geht's ja doch richtig los hier. Nur noch eins. Sie sprechen viel über Vertrauen. Warum sollte ich Ihnen trauen? Scheckbuch. Er hatte Scheckbuch. Mr. Murphy, ich habe vermutlich mehr Geld und Besitz, als ich jemals ausgeben kann. Der Grund, warum ich hier im Zentrum bin, wenn es überhaupt ein Zentrum gibt, ist dem Pfad zu folgen, den mir mein alter Freund gewiesen hat. Ich weiß nicht, wohin er führt, doch ich gehe ihn bis zum Ende. Schätze, wir sind im Geschäft. Scheckbuch. Irgendetwas an Fitzpatrick ließ mich ihm völlig vertrauen, obwohl ich mich schon einmal getäuscht hatte. Er wusste von den Boxen genau wie Regan, doch die Motive der beiden trennten Welten. Die beste Strategie war vermutlich, einfach so weiterzumachen. Eine Sache war ganz klar. Ich musste wissen, was Meloy mir erzählen wollte. Das war mein Motiv. Mein erster Schritt dazu war, die Box zu beschaffen, die ich der NSA gegeben hatte. Okay, es klingelt, Sie aber... Sie haben ein Fax. Wie? Ich habe ein Fax? Das allererste Fax überhaupt. Aber erstmal speichere ich. So. 36. Tadam. Sie haben ein Fax. Ich bin doch schon unterwegs. Es geht nicht so schnell. Da. Hä? Wo ist das Fax? Klingt, als wäre eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter. Na was denn, Fax oder Anrufbeantworter? Da gehe ich an Anrufbeantworter. Hey, Tex. Oh. Ich hasse das wirklich. Aber du bist so schwer zu erreichen. Ich genieße meinen Urlaub, aber tja, ich bekomme langsam etwas Heimweh. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung und nun, ich wollte nur, dass du weißt, dass ich an dich denke. Ist ja erst 2 Tage her. Ich auch an dich. Okay. Nein, diesmal möchte ich sie nicht löschen. Aber wir haben trotzdem noch einen Fax. Sie haben ein Fax. Da oben. Sie haben ein Fax. Ja doch, ich habe ein Fax prüfen. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum Horton als Black Arrow Killer herumgesprungen ist.
Okay, Tex, ich habe aus verlässlicher Quelle erfahren, dass Dag Horton ein Agent der NSA war und ein Mann namens Jackson Cross unterstand. Keiner der beiden wurde offiziell diesem Teil des Landes zugewiesen. Ich wette, dass sie hier etwas Eigenes am Kochen haben. Ich hoffe, die Information hilft ihnen weiter. Pernell, Namen Fuzzy. Mein Vater hat sie... okay, das ist der normale Spruch, den er gerade genannt hat. Das ist sehr schön. So, ja, also UFOs, Roswell. Unsere mögliche zukünftige Freundin, die denkt an uns, das ist auch super. Jetzt läuft da alles bestens. Der Fall geht weiter. Apropos weiter, ich guck mal kurz. So, alle von Malloy verschickten Boxen suchen, das kriegen wir noch hin. Elijah Witt, der heißt doch Woods, heißt er. So, die Kammer in Malloys Zimmer im Gartenhaus öffnen. Die Kammer... Das Passwort für Malloys CD-Sohn, das ist klar. Da sind wir schon drüber gestolpert. Aber was für eine Kammer? Habe ich da was übersehen? Ins Gartenhaus. Der meint aber nicht dieses extra Zimmerchen, was hier ist, ne? Da, das hier? Verschlossen. Verschlossen. Wie ist denn das eigentlich? Wir können zum Lagerhaus, oder? Als ich am Waterfront-Lagerhaus ankam, war ich ziemlich erstaunt, dass es noch stand. Dem Geruch nasser Asche nach hatte es die Feuerwehr ziemlich schnell erledigt. Haben vermutlich auch die Leichen von Malloy und diesen Regierungsagenten weggeschafft. Na, wenigstens ging es schnell für Malloy. Mit ein wenig Glück finde ich hier was Brauchbares, wenn die Explosion überhaupt etwas übrig gelassen hat. Okay. Ich sehe doch schon was da vorne liegen, genau auf der Bank. Manchmal denke ich... dass die so, sag schon, wie heißt es? Ich finde gerade das Wort nicht. Oberflächlich war das Wort. So, schauen wir erstmal uns hier um. Hier haben wir eine Kiste, hier haben wir die Tür, hier sind wir reingekommen. Hier hinten ist... Die Chemikalien in diesen Fässern haben eine ziemliche Durchschlagskraft. Ja, haben sie. Und das hier? Der Gabelstapler hat nichts abbekommen. Aha, ist das gut oder schlecht? Da liegt was auf dem Boden. Was haben wir hier? Die Kiste scheint leer zu sein. Okay, wir können diese bewegen, also tun wir das auch. Oh. Diesen kleinen Leckerbissen haben die Jungs von der Regierung übersehen. Zis, 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 zis. Ich sag ja oberflächlich. Postquittung? Ups, da will ich nicht hin. Daneben, da. Laut der Quittung hat Malloy vor 9 Tagen 5 Päckchen abgeschickt. Schätze, jetzt weiß ich, wie viele von diesen Boxen ich finden muss. Okay, 5. Einer hat die NSA, einer hat unser Auftraggeber, bleiben halt noch 3. Erster Klasse einschreiben mit Versicherung. Guck mal, der hat 15 Dollar pro Pfund. Ach du Gott. Guck mal, was der für Kohle ausgegeben hat. 512 Dollar, um die Päckchen zu verschicken. Na, heieiei. Was liegt da unten? Das Feuer hat ein Trümmerfeld hinterlassen. Ei. Die Explosion war filmreif. Da unten liegt, was ist das da? Das Feuer hat ein... Okay, das ist nichts. Was haben wir hier hinten? Hallo? Eine Kiste. Mit der kann man nichts machen. Da kommen wir nicht weiter. So, dann nehmen wir mal das Offensichtliche. Hier ist ein Blatt Papier. Auf diesem Zettel stehen die Namen einiger Städte in Asien. Flugplan. Dieser Flugplan scheint ein wenig zu ausgefallen zu sein, um ihn ernst zu nehmen. Zu ausgefallen, um ihn ernst zu nehmen? Weiß ich nicht. Kalkutta, Bombay, Kathmandu, Madras, Phnom Penh, Bandar Seri Begawan, aha, Tokio, Shanghai, endgültiges Flugziel. Ach so. Nee, hä? Ich glaube, das ist eine Linie, oder? Oder ein Zickzack. Das müssen wir mal auf einer Karte malen. Das sieht sonst ein bisschen Blut. Das Feuer hat ein... Okay, das ist kein Blut. Das Feuer... Okay. Da ist nichts drunter. Schade. Aber wir haben ja noch was gesehen. Hier, guck mal da.
Zettel mit Gegenstand 186. Boah. Wüsste zu gern, was der Gegenstand 186 sein soll. Zugriffscode Nummer 7AC. Ist das der Code? 7AC. Art von Plasmagriff. Okay. Das ist aber nicht das Passwort, oder? Du kannst doch bestimmt bewegt werden. Nee, kannst du nicht. Wow. Da ist nichts. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Steuerung gewöhnungsbedürftig ist? Alte Versandkisten. Das ist, glaube ich, ein Übersetzungsfehler. Es müsste Verbandskisten heißen. Da ist ein rotes Kreuz drauf. Ist da irgendwas drunter? Oh, da liegt doch was. Ich habe was gefunden. Das Feuer. Ich habe nichts gefunden. Verdammt. Oh, mit Außengelände? Hammer. Die Explosion hat den Fenstern nicht gut getan. Na, wenigstens ist die Aussicht jetzt besser. Aber hier ist ja Text runtergefallen, ne? Okay, ja, ja. Pseudo-Außenbereich. Ist hier noch irgendwas bei? Nein. Habe ich hier alles gefunden, was man finden kann? Liegt hier unten drunter? Da liegt doch irgendwas, oder? Aha! Aha! Das war nur ein Glimmen im Pixelmeer. Die NSA scheint Dr. Malloy's Safe übersehen zu haben. Schön für mich. Oh. Ein Everlock-Safe. Da haben wir ein Dings. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo? Da, das hier. Everlock Titanium Saves. Ist das der Code? Nee, das ist die Telefonnummer, ne? 484968. Was totaler Blödsinn ist, dass ich mir das jetzt aufschreibe, weil das, wenn dann sowieso in-game passiert, aber er hat sich das nicht aufnotiert. Speichern. Dann gucken wir uns das mal kurz an. Wir fahren mal schnell nach Hause. Und telefonieren dann. Vielleicht sagen die uns, wie man temporär das Gerät hier entsperren kann. Reisen. Ab nach Hause. Ins Ritz. Ins Büro. So. Genau, telefonieren wollte ich. Toll. So viel dazu. Ich kann... Ah, Mist. Benutzen, geht das? Da scheint sich nicht viel zu tun. Das ist doof. Könnte vielleicht... Wo ist er denn? Hier ist Lucia Pernell. Ich bin gerade nicht am Platz, doch hinterlassen Sie Namen und Nummer, vielleicht rufe ich Sie zurück. Okay, vielleicht auch nicht. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich habe ein paar Neuigkeiten, die Sie sich anhören sollten. Auf alle Fälle. Okay, er hat immer die gleichen Klamotten an, ja? Dabei kann ich nicht helfen. Okay, Projekt Blueprint. Projekt Blueprint war die militärische Bezeichnung für die Analyse außerirdischer Materialien. Mhm, Elijah Witt kann der... Oh ja, ich habe von ihm gehört. Er schreibt über UFOs und ist recht angesehen. Scheint aber ein ziemlicher Eigenbrötler zu sein. Okay, da wird nichts weiter zu holen sein. Wir fahren mal zur Polizei. Vielleicht kann die uns... Heißt es, da ist noch was zu finden? Ich bin immer verwirrt mit diesen Blinky-Blinkys hier. Weil hier beim Polizeirevier gibt es so ein Blinky-Blinky nicht, ne? Was kann ich für dich tun, Murphy? So, hier, das hier bitte mal.
kannst du behalten. Ah. Kannst du behalten. Postquittung. Kannst du behalten. Auch nicht. Fax. Kannst du behalten. Auch nicht. Bitte, Mac. Du musst mir helfen. Ich weiß, Dick Horton war ein NSA-Agent. Doch wieso gab er sich aus als Black Arrow Killer? Es geht hier wirklich um Leben und Tod. Für mich. Ach komm, Murphy. Du weißt doch, dass sie mir nichts sagen. Vor allem nicht, wenn die NSA mitmischt. Da fragst du den Falschen. Mann, es muss doch irgendwas geben, was du weißt. Ah, tja, mir fällt nur eins ein. Ich weiß, wo die Leiche ist. Sie liegt im örtlichen Polizeilabor. Hör zu. Ich kenne den Verwalter dort. Vielleicht kann ich dich reinschleusen und du hast ein bisschen Zeit, dich umzusehen. Das war's. Mehr kann ich nicht tun. Vielleicht ist das schon genug. Okay, warte mal. Tut mir leid, Murphy. Das hier? Da muss ich leider passen. Was ist mit Elijah Witt? Meinst du, ich kenne jeden in der Stadt? Sie war auf dem Revier. Achso, das hatten wir ja schon. Okay. Leichenschauhaus, sehr gut. Speichern, wer weiß, was passiert. Und ab ins Leichenschauhaus. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche verhalf mir Mac zum Erfolg. Das ist neuer Rekord. Als ich beim Leichenschauhaus ankam, war die Tür nicht verschlossen. Und der Gerichtsmediziner schien beim Mittagessen zu sein. So ein Zufall. So, was haben wir denn hier hübsch? Wow. Wir haben ein 2D-Gebilde. Das verfolgt uns, das Skelett. Erinnert mich an eines meiner Lieblingslieder. The Hip Bone Connected to the Leg Bone. Och nein. Das ist Anspielung auf Monkey Island. Der Hüftknochen am Beinknochen. The Hip Bone Connected to the Leg Bone. Monkey Island 2 ist das. Und zwar ist es der Knochensong, den die beiden Skelette, also sprich die Eltern, die sich dann in Skelette verwandeln, dann vortanzen, vorsingen und so weiter. Und Guybrush schreibt sich das Ganze auf. Und es gibt dann eine Szene in, ich sag mal, im Verlies, beziehungsweise im Dings von LeChuck, ne, wo man nämlich dann hinter solche Tafeln, also die kann man drehen, laufen muss und die haben eben halt eine gewisse Konstellation, also Kopf, Brust, Bein und Bein, Kopf, Brust, also den Knochentypen. Und die Reihenfolge in dem Song, die dort gesungen wurde, ist dann halt die Reihenfolge, wie man durch die Türen dann nachher durchgeht. Ne? Coole Sache. Für den Fall, dass eine der Leichen anfängt zu zündeln. Guck mal hier, können wir... Hoffe, dass ich keinen Alarm auslöse. Ja, das liegt nur an dir. Was haben wir denn hier? Hübsches Besteck. Hübsche Werkzeuge. Ideal zum Ziehen, Stoßen und Stechen. Aber vermutlich gibt's nicht allzu viele Beschwerden. Nicht, aber wir können was nehmen. Ein Skalpell haben wir. Prüfen. Sehr gut. Ich drehe mich mal wieder ein bisschen nach unten. Ja, hier liegt Blut. Ist das gut? Sieht ähnlich bequem aus wie eines dieser Gesundheitsbetten. Gesundheitsbetten. So, hier, da können wir was öffnen. Bevor ich aber was gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Augenwäschefontäne. Ein sauberes Leichenschauhaus ist ein fröhliches Leichenschauhaus. Oh ja, oh ja. Zum Augenwaschen. Wette, die Augen kommen von überall her, um hier gewaschen zu werden. So, haben wir hier was zum Öffnen? Hier ist was zum Öffnen. Was ist denn da drin? Nüscht. Ist da was drin? Nö. Da ist gar nicht. Was? Warte mal, hier war was. Sieht verschlossen aus. Okay, können wir da mit dem Skalpell vielleicht was machen? Okay. Das war nur geraten. Es geht auch nur ein einzelnes auf, ne? Nur mal so. Toll. Nee, falsche Taste. So, nach oben. Was ist das da? Das ist ein Schlüssel. Ah, für die Tür, oder? Und ein Portemonnaie. Ich wette, dass Mr. Horton praktische Dinge in seiner Brieftasche hat. Ja, der hat Sachen gehortet. So, was haben wir denn hier? Prüfen.
Okay, das haben wir jetzt bekommen. Was ist das? Gebäudeüberwachung, Deckhorten. Führen Sie den Ausweis stäuchig. Stäuchig? Ständig, wahrscheinlich mit sich. Identifizieren Sie sich anhand der Ausweisnummer, wenn Sie sich mit dem Sweetwell-Kundendienst in Verbindung setzen. Bitte senden Sie jegliche ablauforganisatorische Änderungen im Schriftform an obige Adresse. Ausweisnummer 773348, was auch immer das ist. Ich schreibe es mir auf. So, was haben wir jetzt hier im Inventar bekommen? Karte für Sicherheitssystem, Hortens Schlüssel. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Haben wir noch irgendwas anderes? Lost and Found? Sowas sieht man nicht jeden Tag. Da hat jemand irgendwelche Knochen und Hände verloren. Oh. Hallo? Futurama lässt grüßen. Benutze dieses Gehirn. Hier kauft Louis also für sein Hirn und Ei-Omelett ein. Ich will gar nicht dran denken. Hirn-Omelett. Aha. Ist wohl jemandem der Appetit vergangen? Ja, da liegt ein Burger, oder? Okay, da ist nichts Brauchbares drin. Hier, ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ein Bein. Wie schön. So, was haben wir denn hier? Hallo, Freds Autopsie-Dinger hier. April 2043. Welcher Tag ist denn heute? Netter Kalender. Vielleicht sollte ich auch bei Fred einkaufen. Kommt drauf an, ob man Autopsie-Sachen will. Sehen ziemlich gesund aus, die Schädel. Habe so viele Schläge auf den Kopf bekommen, dass Röntgenaufnahmen davon wie die Nebenflüsse des Amazonas aussehen. Frage mich, ob auch einer zur weiblichen Anatomie rumsteht. Was, ein Kopf oder wie? Warte, siehst du, das hätte ich ja fast übersehen. Was ist das denn? Der Tatenbeschreibung von Victor Fraukenstein. Fraukenstein? Habe langsam das Gefühl, dass hier dunkle Experimente gemacht wurden. Hübsche Werkzeuge. Ideal zum Ziehen. Okay. Hammer. Frage mich, ob auch einer zu... Ach, das ist das hier. Okay, weil das hier für die männliche Anatomie ist. Was ist hier mit dem? Nein, okay. Ich glaube, wir haben fast alles. Wir können jetzt bloß noch die Leiche rausziehen, ne? Was ist das hier? Ein Sicherheitsschloss. Hoffe, es ist nicht scharf. Guck mal, der ist erstochen worden. Die Todesursache dieses Kerls ist dann ja wohl offensichtlich. Ja, vor allem ist er schon verwest, ne? Dick Horton. Na, niemanden würde ich hier lieber sehen. Aber mehr können wir nicht machen, ja? Tiefkühleinheit. Okay. Ui, der ist leer. Aber ich glaube, wir haben alles. Wir könnten mal jetzt... Moment. Zu Orthotech gehen. Hortens Büro. Ich gehe da erstmal hin. Macht mich ein wenig nervös, wieder zu Autotech zu gehen. Die haben mir das letzte Mal fast den Kopf weggepustet. Keine Speeders da. Ein vorsichtiger Blick sagt mir, dass niemand hier ist. Für den Moment zumindest. Sollte mich besser beeilen. Okay, siehst du, das habe ich vergessen. Dann speichere ich mal lieber ab. Es ist ja der NSA-Hauptgebäude hier. So, was haben wir hier? Da haben wir ein Apparat, was auch immer das ist.